Hallo Leute und willkommen zurück zu Minecraft Dorf heute mit B-Pointer. Hi! Hi! Alles klar? Ah ja, frisch ausgeschlafen geht's auf zur Kunstur! Hey! Hey! Was wollen wir denn zuerst für einen Trank nehmen? Zwei oder eins? Lass mal eins holen, oder? Okay. Dann würde ich mal sagen, Prost. Gleich schnell sind. Zack. Hui. Nehme ich die Flasche mit? Nee. Ja doch, wir können welche die Richtung wollen wir denn? Hier lang? Nimmst du die nicht mit? Gehen wir... Achso, ja doch, kann ich schon machen. Warte. In welche Richtung wollen wir überhaupt? Also ich war in die Richtung schon einmal kurz und in die Richtung. Dann gehen wir in... Die Richtung war ich auch schon. Hier. Lass mal in die Richtung. Warst du schon? Die hier? Die Richtung, oder? Ja, da können wir längs. Da habe ich bisher, glaube ich, nur Kühe hergeholt, aber das war nicht sonderlich weit weg. Ja, man sieht schon, wie viele Tiere hier einfach sind, also... ich frage ja, mich echt... In B-Pointers-Folge verschwunden alle. Wir haben keinen Plan, wieso. Ah, ich bin so schnell hier unterwegs. Ja, ich habe Wasserläufer und bin schneller im Wasser. Ja. So. Ich glaube, mit Speed 1 lohnt sich's noch zu springen, tatsächlich. Dann ist man schneller. Hi. Bei Speed 2 nicht mehr unbedingt. Mhm. Hast du auch genug Essen dabei? Ich habe 32 Steaks, das müsste eigentlich... Hä? Okay, gut. Warum ist hier Akazienholz? Wo? Oh. Hier. Vielleicht weil dann Tiger... Wie heißt das? Hier... Bla... Wüsten... Nicht... Savannenbiom ist? Nee, eigentlich nicht. Wir hatten die angebaut. Ich nicht. Oder sind die hier irgendwie zufällig... War das Voltekern vielleicht? Das kann ich mir, es hat so ein bisschen seine Handschrift. Aber ich glaube, die werde ich nochmal abholzen und dann direkt in so ein Dorf bringen. Aber es sieht schon ein bisschen mysteriös aus, so mitten in der Wildnis. Oh, guck mal hier. Da unten ist schon... Ist das etwa eine Höhle? Ist das eine Höhle? Man weiß es nicht. Okay, es ist nur so ein Rundgang. Brauchst du Kohle? Wertet es mal als nein. Ich denke mal, es ist alles gesagt. Okay. Schaufel dabei. Hui! Wow! Scheiße! Hui! Ah, zum Glück hab ich Federfallschuhe. Oh, ich habe Eisen schon mal. Stimmt, ich habe auch Federfall. Ich leuchte hier mal ganz kurz aus, ein Stück. Ja. Und guck, ob es hier weitergeht. Mhm. Aber hier ist so ein viereckiger Schacht, aber es geht nicht weiter. Hm. Sehr mysteriös, das Ganze. Voll erschrocken, ich hab dich auch überhaupt nicht gesehen. Nee, gar nicht. Nein, nein, nein. Wir werden es auch so machen, dass wir wieder am Ende alles aufteilen, von daher wird's alles fair laufen, ne? Hast du denn schon was? Ich hätte ein bisschen, habe ich nur dabei Kohle. Aber ich hab 16 Eisen jetzt. Eisenerz. Und 11 Eisen. Eisen und Kohle haben wir, glaube ich, sowieso relativ genug. Aber man kann nie genug haben, ne? Zum Surviven. Oh, was ist hier denn? Wieso fließt das hier runter? Wollte keins. Soll ich mal Lucky Lucky machen? Ja, mach mal. Führt das hier in eine Höhle? Das führt hier in eine Höhle. Oh. Warte, ich will mal ganz kurz testen. Ja, mit Wasserläufer komme ich auch voll schnell wieder hoch. Cool. Kommst du runter? Ja, ich komme. Sieht relativ vielversprechend aus noch. Hä? Was ist denn das denn hier? Was ist denn das denn hier? Oh, da, Junge. Ich wollte auf die Fresse, ey. Ein bisschen ein. Was? Das ist hier nicht so nervt. Also, ich geh mal hier runter. Ja, wartet, die Seite brauche ich auch noch kurz. Oh, ich brauche erstmal Fackeln, das fällt mir auch gerade auch auf. Danke. Ja, da habe ich dran gedacht, tatsächlich. So, ich nehme jetzt auch einfach Kohle wieder mit ein bisschen. Zumindest mal ein Stack. So. Jetzt muss ich mir bald von dir Holz, Holz, genau. Ich muss dir Holz holen. Ja, warte, ich kann dir... Ich habe, also, sonderlich viel habe ich auch nicht dabei. Okay, hier ist schon mal sehr viel Eisen, das ist aber sehr, sehr cool. Ich hab noch ein paar Sticks und ein bisschen Holz. Sagen wir mal so. Das ist nice. Bette. So. Oh, ich hab einen Spawner. Wow! Geil, ne, echt? Ja, Skelett-Spawner. Geil. Endlich der erste Spawner. Ja, stimmt. Nice. Den können wir auf jeden Fall für irgendwas nutzen. Irgendwann stimmt. Mal. Vielleicht werde ich vielleicht eine Mod einstellen, wo wir den mal hier hin transportieren. Überleg ich vielleicht. So ein Plugin. So, wir haben... Alter, hier ist richtig viel Schwarzpulver drin. Also, falls wir was in die Luft jagen wollen, ist hier jetzt safe. Und juhu, Brot. Oh. Spawner! Brauchst du einen Eimer? Oder hast du einen Wassereimer oder sowas dabei?
Wenn nicht, mach dir mal einen Wassereimer, falls du in Lava fällst. Okay, gut. Dann brauchen wir den Eimer eigentlich nicht. Ich lasse den mal hier. Hast du Satteln mitgekriegt? Nee, nur Schwarzpulver. Sonst okay. Das, was drin ist. Auf jeden also, Fall den Spawner, den können wir irgendwann für was nutzen. Mhm. Auf jeden Fall haben wir jetzt mal einen Spawner gefunden. Wollen wir uns das irgendwie markieren? Ich screenshotte mal die Koordinaten und werde dann in Zukunft keine Ahnung mehr haben, was ich damit anfangen wollte. Ja, aber das hast du im Video. So. Boah, das mit Speed, das ist so krass. Okay, eigentlich können wir hier rausgehen, hier ist nichts mehr. Jo, kleinen Moment. Ja, das Lustige ist, ich brauche eine halbe Stunde und du bist in 5 Minuten draußen. Okay, wir können leaven. Ja, stimmt. Okay, wir machen mal ein Wettrennen. Wir starten hier an dieser Cobblestone-Mauer. Okay, oder okay. Einfach so. Okay, dann. Einfach um mal zu gucken, wie der Wasserläufer 1-Effekt ist. 3, 2, 1, hüpp! Oder ich weiß nicht, bringt ja auch was beim Hochschwimmen. Bisher ja noch nicht so. Du hast aber Wasseraffinität auf dem Helm, oder? Ja. Yeah. Vielleicht auch was? Nee, ah, normalerweise länger. Oh, vielleicht ja. Ein bisschen schneller. Ja, aber ich bin auch irgendwie ein falsches. Aber, okay, und los. Hüppa. Wer ist schneller? Ah, da kommt er nicht mit. Schau mal, hier ist auch irgendwie wieder was unten. Wollen wir auch noch reingucken? Ja, können wir machen. Jetzt lauter so Unterwasserhöhlen. Hm, ja, das ist natürlich sehr, sehr... Vielleicht finden wir auch irgendwann mal eine Unterwasser-Dungeon. Das wäre krass. Das wäre geil. Geil. Was ist eigentlich dieses Graue hier? Ist das Andesit, oder? Ja. Das hier? Nee, das hier. Das ist Andesit. Das Gelb. Gelbe, genau. Das Weiße ist Diorit. Okay. Ich geh schon mal raus, weil du bist eh schneller. Jo. War da noch was auf der anderen Seite? Nee, da war nichts mehr. Okay. Können wir eigentlich wieder raus. Super Erkundungstour. Wir erkunden die Welt und finden merkwürdige Dinge. Erster. Okay, ich glaube, in die Vertikale bringt Wasser und tatsächlich nichts, sondern nur... Und Creeper-Kampf. Hier wäre theoretisch nochmal so eine Höhle. Wollen wir da auch noch reingucken? Warte, erstmal muss ich kämpfen. Ich sehe es, hier ist auch noch ein Creeper am Start. Ich nehme mal Gunpowder mit, ich habe schon 15, krass. Alter Junge. Alter Junge. Junge. So. Mein Speedtrank hält noch eine Minute. Jo. Aber der ist eigentlich ganz gut. Ja, stimmt. Also, macht sich auf jeden Fall bemerkbar. Teamarbeit. Yeah. Hey! Einfach mal eine Kuh getötet, obwohl es eigentlich gar nichts bringt. Ja, konnte echt nichts für, dass du da deine Aggression ausleben willst. Okay, da drüben ist ein Nadelwald-Biom. Aber das ist nicht so interessant, oder? Nee, eigentlich nicht. Ja, dann gehen wir. Hauptsache, nicht so interessant und ich renne da hin. Ja, aber hier ist überall Nadelwald. Das stimmt. Biom. So, jetzt MLG-Sprung. Müssen wir da irgendwie durch. Na, fast. Ja, von da ist es auch leicht. Ja, Moment. Ist bei dir Probleme, oder wie? Ja, ja. Hä? Okay. So. Und jetzt der Bogenschock des Todes. Jetzt pass mal auf. Zack. Ich hab falsch angefangen, weil ich das Wasser zu schnell wieder weggenommen habe. Was war das denn? Ah. Du bist oh, hier liegt ein zerfleischtes Schaf. Das heißt doch, dass es hier Wölfe gibt, oder? Müsste eigentlich. Ja, im Nadelwald ist es wahrscheinlich. Könnten wir uns theoretisch welche mitnehmen? Ja. Als wir Knochen hätten. Ich hab keine. Boah, ich lauf einfach so den Creeper rein. Oh Mann. Also letztens ist einer in mir explodiert. Ich bin zwar weit weggeflogen, aber es hat nicht sonderlich viel Schaden gemacht tatsächlich. Ich will echt mal wissen, wie viel eigentlich Explosionsschutz eigentlich bringt. Oder eigentlich wäre das mal interessant zu wissen. Stell dich doch mal, das sind zwei Kollegen. Stell dich doch einfach mal mitten rein. 2,5 Herzen. Okay, das ist wie echt. Wie ist es bei dir? Jetzt muss ich gleich mal testen beim nächsten. Ist dein Speedtrank noch am Laufen? Bei mir ist er jetzt weg. Der ist weg. Wollen wir den nächsten? Oh, hier ist Lava, oder? Was leuchtet da? Was leuchtet denn da? Oh. Ist das eine Höhle? Oh, hier ist ein Villager-Zombie. Warte mal. Heißt das, dass hier in der Nähe ein Dorf hat?
Minecraft-Dorf. Dumm. Illuminati. Mir geht's aber ganz schön runter, muss ich. Au. Arschbombe! Au. Ich bin runtergefallen. Ich bin gestolpert. Ich muss kurz den Nebengang hier rein. Ja, hier geht's auch runter, aber ein bisschen. Also, ich nutze meine Fädelfall. Fädelfall, genau. Fädelfall. Fädelfall, Alter. Alter Junge. Wow. Ich hab grad irgendwie so einen Schatten hinter mir aufblitzen sehen, aber ich glaube, da war gar nichts. Ich hab Paras, seit du dich mal neben mich teleportiert hast. Alter, hier sind zwei Creeper. Komm mal her. Okay, dann können wir es gleich testen. Ich bin auf dem Weg. Also bei mir sind zwei Creepers, glaube ich, explodiert, oder? Oder einer? Es ist einer explodiert, der andere erst danach. Ja, wenn du hier nicht richtig ausleuchtest, kein Wunder, dass die hier rumgämmeln. So, wo ja, ist er? Jetzt hier, komm. Da. Okay. Hast du geblockt? Nee, oder? Nee. 1,5 Herzenschaden, aber ich habe halt auch eine Full-Dia-Rüstung. Das stimmt. Deswegen. Ich ne Iron plus Dia-Brust. Hä? Du hast schon Gold auf der Höhe, krass. Ich weiß nicht, ob welcher. Boah! Skelett. Ich dachte, wir wären noch relativ weit oben. Aber wenn ich mir dann hier auf einmal Gold sehe. Meine Bann-4-Schuhe. Bann-4-Schuhe, genau. Deine Bann-4-Schuhe. Ja. Ach, daran kann es auch liegen, warum beim Creeper mich teilweise gar nicht gejuckt hat, weil ich teilweise 3-4 Explosionen gekriegt habe und nichts passiert ist. Jetzt weiß ich. Meine Rüstung ist aber angehittet, weil ich jetzt in den Creeper gesprungen bin. Schade. Hier ist nur Eisen. Ja, ich sehe es. Oh, Lapis. Oh, hier geht's aber noch runter. Ich habe Lapis. Ah, okay, ich sehe deinen Namen noch. Ich gehe mal in anderen Gangs. Langs. Oh, wir haben ganz schön viel. Oh, Alter, wie viel Lapis ist hier? Eisglöd. Was geht ab? Boah. Ich dachte, du wärst es. Lol. Was ist das denn hier für ein Raum? Okay, ich habe hier gerade was recht Interessantes, glaube ich, gefunden. Was ich komm denn? Mal kurz rüber zu dir, dann schauen wir da noch fertig. Ja. Hier geht's auf jeden Fall richtig weit runter und das ist ein ziemlich mysteriöser Raum. Oh, Gold. Wenn ich mal deine Meinung hören würde, wollen, tun. Ja, wenn du mich findest. So ein viereckiger Kasten, wo so zwei Lavaströme rauslaufen. Also sieht echt komisch aus. Ich weiß nicht, wo du never bist. Never seen in my life. Ja, ich komm gleich wieder zu dir. Okay, nur kurz ein bisschen Redstone ab. Okay. Vorhin habe ich deinen Namen zumindest noch gesehen. Okay. Oh, ich habe hier nochmal Lapis gefunden. Lapis. Das ist auf jeden Fall sehr gut. Ich habe jetzt, glaube ich, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Was? 15? Lol, ich habe 15 davon jetzt. Oh. Oh, ich sehe noch mehr. Ich habe gerade, glaube ich, deinen Namen gesehen. Sorry, ich bin gerade auf Lapisjagd. Mhm. So. Du hast hier Eisen liegen lassen. Sorry, das Lapis hat mich geblendet. Falls sich die Leute bei mir fragen sollten, warum da immer so kleine Cuts drinne sind, das ist, weil es irgendwie manchmal etwas hart laggt. Ich habe ja auch. Er hat einen scheiß PC, sag's einfach. Ja, so kann es sein. Oder es liegt an der 1.8, weil die einfach kacke ist. So. Hm? Creeper steht hier einfach so rum. So, ich komme mal. Oh, Alter, wieder. Ey, ich finde hier Lapis, ey, das ist ja nicht normal. Aber ich habe, also, falls das dein Name war, den ich da gerade gesehen habe, hast du ja auch eine ganz interessante Ecke entdeckt. Ich würde sagen, wir erkunden einfach mal. Oh Gott! Ja, ich sehe deinen Namen. Ich bin ungefähr auf derselben Ebene, aber ein Stück weg. Ich komme gleich in die Richtung. Ich guck nur ganz kurz hier noch den Ausgang. Ist bei dir in der Nähe Lava oder wie? Ja, ja, ich bin auch an einem Lavasee gerade. Okay. Ich hätte wirklich mich TP'en sollen und dann dich. Noch ah, jetzt habe ich was. Ach, ist irgendwas explodiert bei dir? Ja, ein Creeper. Okay. Stand auf einmal um die Ecke. Und hat sich gedacht, er überrascht mich mal. Okay, hier ist jetzt aber Sackgasse, da bin ich froh. Ey, weil die Höhle wieder so riesig ist. Ah, ich sehe dich. Bin gleich bei dir. Hi. Dieser klägliche Versuch, sich zu verstecken. Ich hab dich schon gesehen, also. Ich hab nur gedacht, vielleicht wärst du blind oder so. Ich hab jetzt 22 Lapis-Erze. Okay, nice. Ich hab 48, aber ich glaube, ich hatte schon welche dabei. Lapis? Ja, ja. Und, nicht, also nicht, also ich muss es noch abbauen mit der Glücki. Achso, ja, okay, dann. Also, da kriegen wir richtig viel raus. So, was wolltest du mir zeigen? Ich bin mir nicht mehr sicher, wo das war, aber ich glaube, ja, doch, ich glaube, wir müssen hier richtig sein.
Okay. Sie hat so einen relativ mysteriösen Raum, den warte hier. Mal, ich muss mir mal Wasser ein bisschen früher hinlegen, damit ich halt mich retten kann. Ich finde den echt leicht komisch hier, weil der ist so eckig und rund. Was? Und nein! Oh. Und schau dir das mal an, hier geht's etwas leicht stark runter. Etwas leicht stark. Tja. Warte, das ist ein Dummkopf. Ah! Ah! Das ist ein Dummkopf. Oh. Laut meiner Theorie. Monsters. Und meine Theorie sollte man sich nicht verlassen. Boah, ich hab gerade überlegt, da runter zu springen. Oh nee, das wäre nicht so gut. Das wäre nicht so easy. Not so easy. Not so ich hatte gerade richtig viele Monster. Was ist denn los auf einmal? Normalerweise hat's da. Oh nein! Okay, das waren zwei Creeper. Alles klar. Haben wir uns gemerkt? Aber hier geht's so. Nicht mehr weiter nach unten, glaube ich. Oder? Oh, Enderman! So, mit Passion hier reingegangen hier. Okay, hier ist nix. Außer Eisen. Ein Eisen. Ich habe hier so eine ganz enge Spalte gefunden. Oh, geil. Das ist nice, Alter. Nice, nice. Das ist nice. Nice, 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 nice. Fackeln sind schon leer gegangen. Jetzt habe ich keine Ahnung mehr, wo du bist. Dürfte gerade ungefähr unter dir sein. Aber wollen wir das Loch runterjumpen? Das von vorhin. Welches? Ja, ich bin unter dir. Dieses bei dem Viereckraum. Oh Gott, hier ist eine. Alter, was ist hier an Monstern los? Au! Was ist denn los mit dir? Alter, ich bin in so viele Creeper reingelaufen schon. Hi. Gott. Meine Rüstung hat doch schon ein bisschen Schaden mitgenommen. Wo kommen die ganzen Monster her? Spawn viel mehr als sonst, habe ich das Gefühl. Oh, ich habe ein Rös, Hämmerfleisch. Ein Rös Hämmerfleisch mit dir. Aber bitte nicht mit dem Spazierstock schlagen. Oh, ich habe einen Apfel irgendwo her, krass. Okay, dann schmeißen wir das weg. Schmeißen wir das weg. Warst du schon da unten? Nee. Oder? Hm. Was? Boah, MLG, Junge. Ich geh gar nicht weiter. Oh Mann. Ich dachte, das wäre jetzt voll der coole Gang und wir. Ich glaube, da müssen wir irgendwie einen geilen Effekt einbauen. Passenweise Dias. Ja, so spannende Musik und dann so. Ja, passiert nichts. Schade an sich. Ich dachte, jetzt habe ich meine ganzen Kobbel verbraucht. Super. Ich kann dir noch ein bisschen was geben. Warte. Höp. Oh. Ist ein bisschen weiter runter geflogen. Verdammt. Kollateralschaden passiert mal. Oh ja. Ja gut. Hi. Guten Tag. Gut, ich glaube, deine Ecke war da doch vielleicht ein bisschen cooler. Ging's bei dir noch weiter? Ja, was? Ich weiß aber nicht mehr wo. Ich glaube, du hast mich hier. Ich glaube, war es hier rund? Not my lover, Billie Jean. So ein Moonwalk. Nächster Creeper, erstmal mitten reingestellt wieder. Oh, und meine 8 Fleisch sind schon weg. Aber ich habe ja zum Glück noch. Hexe! Die ist tot. Und ich habe Sticks. Ich habe Sticks bekommen. Kannst du mal hier auch ausleuchten oder so? Oh Gott. Kannst du es nicht machen oder so? Ja, mache ich ja. Aber wenn du vorläufst, ne, ist bei dir halt dunkel in der Aufnahme. Sollen die Leute lieber bei mir gucken, wo sie was erkennen können. Ja, abonniert meinen Kanal. Bei mir kann man das Ganze im Standard Texture Pack Default genießen. Bei mir kann man es im... Das lockt an. Specs. Just Crafted Texture Pack live und in vollen 720p verfolgen. Und warum machen wir so dreckige Schleichwerbung? Vor allem für die Schleichwerbung. Vor allem auf unseren eigenen Kanal, ne? Also, ja. Ja gut, ne? Das kann man auch machen, ne? Schaut meine Videos. Nein. Oh Mann, ey. So. Oh, weiter? Ja, gut. Also ich will ja nichts sagen, ne? Aber letztes Mal hatte ich 3 Diamantadern innerhalb von ungefähr 2 Minuten. Also so in einem Zeitraum. Wow! Bedeutet, wenn wir mal Dias finden, dann direkt richtig, hoffentlich. Oh, hier ist ein Enderman neben der Lava. Und ich habe Gold gefunden. Nice. Drop eine Enderperle. Na, hat er nicht. Hat er einfach nicht gemacht. So, dann gehen wir mal hier weiter.
Es wäre aber ganz cool, wenn wir den Ausgang, wo wir reingekommen, beziehungsweise Eingang, wo wir herkamen, auch wieder finden würden. Weil da war ja ein Villager-Zombie. Ja, das wird schwierig, ich weiß. Aber da war ja ein Villager-Zombie. Und das würde ich generell schon ganz gerne. Naja, okay, ich denke mal, wir sind ja eh in der Nähe, deswegen würden wir es auch wahrscheinlich auch eher finden. Würde ich mal sagen. So. Ah, hier ist Alter, ich weiß überhaupt nicht, wo ich überhaupt entdeckt habe und wo nicht. Ich mache immer so eine Markierung, aber... Naja, ich muss ein bisschen sparen. Fackeln. Immerhin machst du eine Markierung. Mach nichts. Ja. Leben. So. Na du Zombie, willst du brennen? Viel Spaß. So. Ich glaube, die Höhle ist eigentlich so ziemlich ausentdeckt. Echt? Also war aber schon relativ groß, vergleichsweise zu anderen ja. Dingern. Nicht in der kann man da nicht mauken. Oh, ich hab hier eine Stelle? Nee, doch nicht. Na, die ist auch nicht so interessant, oder? Ja, also es fehlen halt noch die Dias, sagen wir mal so. Ja. Sagen wir es mal, wie es ist. Sagen wir so, wir sind richtig beschissen in Dias finden. Das ist einfach die Wahrheit. So, Redstone wird verbrannt. Ja, was ist hier los, ey? Jetzt sind 2 Zombies, 3. Okay, alles. Falls sich die Leute fragen, warum ich die ganze Zeit Redstone abbaue, obwohl ich es dann wegwerf. Erfahrung, meine Freunde. Ja. Wir haben warum? Ja vorhin jetzt können was verbraucht. Alter, wie viel Lapis habe ich jetzt? Ich finde hier Lapis, aber keine Dias. Ich glaube, ich habe eine neue Ader hier gefunden. Ja. Okay. Ich habe leider keine Ahnung, wo du bist. Also ich laufe hier einen Fackel ausgefackelten Weg entlang, aber da warst du nicht. Oh oh. Ich habe langsam keine Fackel mehr. Das ist blöd. Ich habe noch 39, aber ich weiß nicht, wo du bist. Oh, jetzt. Und, ah, oh, Jump'n'Run Skill. Ja, ich bin ein bisschen weggerannt. Ja, also ich glaube, du würdest mich... Ich glaube, so leicht wirst du mich nicht finden. Ich grab jetzt, glaube ich, hier immer so ein bisschen einfach in die Wände mal rein, random. Mehr oder weniger. Um dann vielleicht so einen Lucky Punch zu haben. Mit Diamanten. Mhm. Macht auf der Höhe vielleicht doch auch mal Sinn. Finger an die Macht, ne? Also, ja. Das darfst du nicht vergessen. Ich habe letztes Mal auch wieder dran gedacht. Oh Mann, ey, wenn ich mich an diese Sache erinnere, wie das überhaupt entstanden ist, auf irgendeinem Zufall.